Ja, wir sitzen jetzt hier im G2 Fashion Store am Oberen Markt und an meiner Seite ist der Herr Aromat, Geschäftsführer von Gutbrot. Herr Aromat, ich habe gesehen am Oberen Markt, da ist gerade Baustelle. Da sind die Scheiben abgeklebt, da soll es ab 11. April wieder weitergehen. Was entsteht denn da? Ja, so ist es. Wir sind ja schon seit über 10 Jahren mit unserem Esprit Store vertreten und haben uns jetzt entschieden, dass wir da einen Konzeptwechsel vornehmen. Wir haben einfach gemerkt, unsere Kundinnen, die uns über die vielen Jahre treu sind, die wollen ein bisschen mehr und dem wollten wir natürlich auch nachkommen und jetzt erweitern wir sozusagen dieses Konzept. Das heißt, es ist dann kein Esprit Store mehr, sondern heißt On Point Fashion und ist ein neuer Multilabel Damenladen, wo man eben neben dem gewohnten Angebot von Esprit zusätzlich noch starke neue Produkte findet. Und wir starten jetzt mit Street One und Cecil, mit zwei wirklich tollen Marken für die Damen, dass wir da einfach eine neue Welt schaffen können für unsere Kundin, dass sie weiterhin ihr gewohntes Produkt findet, aber halt einfach noch mehr. Im Laden selber habe ich gesehen, da ist zurzeit relativ große Baustelle. Da wird da wirklich der komplette Ladenbau umgebaut? So ist es. Wir bauen zwei ganz brandneue Shops mit den genannten Marken eben ein. Und da ist natürlich einiges zu tun. Deswegen haben wir uns jetzt auch entschieden, ein paar Tage zuzumachen. Dann versucht es so kurz wie möglich zu halten und freuen uns auch, dass wir so nach einer guten Woche, sprich am kommenden Donnerstag, am 11., gleich wieder aufmachen können und dann ja mit unseren Kundinnen feiern, haben da auch tolle Aktionen und ja, freuen uns auf möglichst viele Besucherinnen, sowohl Stammkunden als auch neue Kundinnen aus ganz Neumarkt und Umgebung. Ja, Roman, vielen Dank für den Einblick. Wir werden auf jeden Fall Bilder einfangen, wie es dann im fertigen Zustand ist und vorbeischauen und dann bedanke mich schon mal für den Einblick. Super, gerne, vielen Dank auch.